210 Kilometer durch den Wienerwald und auch durch die Voralpen. Schau, was da drüben für eine Baumriese für Dr. auftaucht. Wir befinden uns jetzt im Zentrum von Klosterneuburg. Wienerwald, Weitwanderweg, Kontrollstelle 404. Naturerlebniswege, ha? War spannend. Tja, hätten wir mehr erhofft. Jetzt sitzen, bis finster wird. Du tust nämlich immer so, wie was nichts sagen darf. Man schummelt nämlich, der hat zwei Schrittzähler. Das hat schon fast eine Adventsstimmung. Vier, schau, historischer Weg wird. Und Grüße aus Wien-Grinzing, ich bin Vlad dabei und heute geht's auf eine Besonderheit. Eigentlich schon fast ein Kuriosum und ein vergessenes Juwel, nämlich den 404er. Und 404 steht nicht für Weg not found, sondern das ist der Wienerwald-Weitwanderweg. Und wie ihr hinter mir sehen könnt, das ist da schon ziemlich historisch. Wenn ich weiter weggehe, man sieht, Achterwaldgasse. Und auch da ein Schild 404, ein sehr altes. Den Weg, der wird offiziell nicht mehr betreut. Das ist aber sehr schade, denn dieser Weg, der ist 210 Kilometer durch den Wienerwald und auch durch die Voralpen. Und den haben wir uns für die nächsten 9 Tage vorgenommen. Und da nehme ich euch einfach mit, beziehungsweise in dem Fall wir nehmen euch einfach mit. Weil da neben mir, das ist die liebe Mami, der Bello, der Anstandsbauer. Und wir haben uns also jetzt einmal gemeinsam aufgemacht, um am ersten Tag von Wien-Grinzing bis nach Unterkirchbach zu gehen. Wir haben uns da einen recht nebligen Samstag Ende Oktober schon fast ausgesucht. Es ist heute ein 19. Oktober und wie man sieht, sieht man nichts oder zumindest nur sehr wenig. Wir sind aber direkt nach dem Losstarten eigentlich schon vor Weingärten umgeben. Das ist sicher eine sehr coole Aussicht, wenn denn eine wäre. Nichtsdestotrotz, wir haben eine unglaublich günstige Wetterprognose für die nächsten 9 Tage, soweit das Wettermodell es heute hergibt. Es wird in der Früh jeweils neblig sein und dann irgendwann einmal hoffentlich an allen Tagen einigermaßen schönes und vor allem trockenes Wetter geben mit angenehmen Temperaturen. Aber jetzt, wo wir da losstarten bei ungefähr 10, 11, 12 Grad, da friert man nicht. Und selbst wenn man frieren würde, es wird einem ja gleich wieder warm, weil es geht nämlich zu Beginn einmal bergauf. Und wohin geht es bergauf? In Richtung Kahlenberg und dann weiter zum Leopoldsberg. Da hätten wir Aussicht auf Aussicht, wenn es denn Aussicht gäbe. Ja, da unten ist eine Markierung. 404 drauf, so. Oder ist nur eine gewöhnliche Markierung? So laut muss es gar nicht reden, damit es auf der Kamera funktioniert. Ich habe keine 404 gesehen, aber ich habe zumindest eine Markierung gesehen. Und das ist schon mal günstig, weil gerade am Anfang ist den Weg halt anzumerken, dass den niemand mehr betreut. Denn Markierungen an den Abzweigungen sind spärlich. Ja, nach meiner Meinung und nach Meinung der ÖK50 ist der Wegverlauf der Muckenthaler Gasse folgend. Und das dürfte man da dabei noch korrekt hingekriegt haben. Das wäre da sicher ein wunderschönes Aussichtsplatz, aber an so einem vernebelten Oktobermorgen ist da um die Uhrzeit. Wir haben jetzt, na, was haben wir denn, 8.10 Uhr? Noch nicht sonderlich viel zum Holen. Man kann sehen, diese Markierung hat zwar die beste Zeit schon hinter sich, aber sie tut noch immer ihren Zweck. Wir sind da jetzt im Muckental und können dem ganz einfach folgen. So, wir erreichen eine Stelle mit Wegweisern. Die weisen uns auf den Kahlenberg in 35 Minuten. Und auch da hinein auf den Kahlenberg in 35 Minuten. Kann uns eigentlich wurscht sein. Ich sehe da jetzt kein 404er Schild. Und würde aber vermuten, dass wir da in den Wald hineingehören. Mhm. Bitte hier, Shared Trail. Wir dürfen nur bergauf fahren und nehmen Rücksicht aufeinander. Also in dem Fall nehmt als Wanderer bitte auch Rücksicht darauf, dass Mountainbiker zumindest von hinten kommen. Die sind meistens trotzdem schneller als ihr. Von vorn darf bitte in dem Fall
niemand kommen. Warum ist das jetzt so ein Shared Trail, wo man nur bergauf fahren darf? Es ist ganz einfach. Der Teil des Wienerwalds hier in der Nähe der Großstadt, der hat einige legale Mountainbike Trails und da ist das jeweils eine Möglichkeit hinzugelangen, also bergauf zu fahren. Und die Trails, die bergab führen, sind schon extra für Mountainbiker so angelegt, dass sie eben mit den Fußgängern nicht ins Gehege kommen und den Spaß an ihrem schönen Sport haben können. Das ist da bis dieser fast schon mystischen Stimmung ganz grandios. Wir sind wirklich noch innerhalb der Grenzen der Stadt Wien und begegnen praktisch keine Menschen. Also ja, immerhin ein Mountainbiker, der uns vorhin überholt hat und ein einsamer Wandersmann, der aber nur spazieren war. Und das ist bis jetzt gewesen und wir sind doch ja, zur halbe Stunde unterwegs. Das hat sicher auch was damit zu tun, dass am Wochenende niemand so früh aufstehen mag, aber trotzdem. Und da, auf dem Baum der rot-weiß-rote Markierung da, die ist ein Hinweis darauf, dass ich mit meiner Vermutung nicht so falsch gelegen bin. Weil der 404er sollte eigentlich rot-weiß-rot markiert sein. Und das ziemlich verblasste, ja, das deutet darauf hin, dass die Markierung so alt ist wie der Weg. Wir erreichen diese Stelle so, mit zwei markanten Pfeilen auf dem Baum. Und Kahlenberg steht bei der roten drunter. Das ist gut. Da hinauf geht es ziemlich steil, das ist schlecht. Da ist jetzt durch Nadeln und Feuchtigkeit ein bisschen rutschig und man muss aufpassen. Vorhin ist da auch ein Mountainbiker abgefahren. Der hat da schon ein bisschen Technik gebraucht. Es ist wirklich eine sehr schöne Herbststimmung. Die Blätter fallen. Und da oben kann man auch ahnen, dass es schon ein bisschen heller wird. Aber wenn wir uns das noch in Höhe befinden. Das heißt, wir haben es nicht mehr allzu weit auf den Kahlenberg hinauf. Ja, da kann man schon ein bisschen die Höhenstraße hören. Das heißt, es ist wirklich nicht mehr weit. Man muss aber sagen, da ist der Eindruck wirklich sehr ursprünglich. Also da kann man sich echt nicht beklagen, wenn man sowas in einer Stadt findet. Bitte am markierten Weg bleiben. Ja, da auf dem Wildgrubensteig sollte man sich auch dran halten. Wir kommen jetzt auf einen Forstweg hinaus, auf einen alten und gehen jetzt einmal ohne Höhenverlust gerade am Hang hinüber. Und da vorne, da öffnet sich das Gelände ein bisschen. Bin ich schon sehr gespannt, was es da gibt. Ah ja, da gibt es einen Schranken und die asphaltierte Straße. Da sieht man, wie der Maler Herbst schon tief in die Farbpalette greift. Alle Arten von Tönen auf einem Baum. So, wir haben den Kahlenberg gewonnen und wenn ich mich das letzte Mal so furchtbar drüber beklagt habe, was das auf eine Touristenmasse ist, wie viele Leute da einmal rumrennen. Heute ist da kein Mensch. Ist aber von der Stimmung her trotzdem was Nettes. Ja, eindeutig. Also bitte, das hat schon fast eine Adventsstimmung. So, Elisabethwiese, Klosterneuburg, Josefsteig und Leopoldsberg 04. Und 04 ist für uns auch in dem Fall 404. Das heißt also Leopoldsberg mit Rot. Da sind wir ja vor gar nicht allzu langer Zeit gewesen. Wien rund um dumm. Wer diese Videos sehen mag, da gibt es eine eigene Playlist von mir. Einfach anklicken und ich verlinke es euch hier. Also wer noch nicht einmal einer Stunde bei der Josefinenhütte angelangt ist, braucht hoffentlich noch keine Rast. Jetzt geht es eigentlich da ganz eben dahin. Man kann es ja im Waldseilpark vergnügen. Hat nur den Nachteil. Um die Zeit keiner da. Da drüben hier ein verlockendes Schild Richtung Klosterneuburg. Da kann man in diese Richtung auch absteigen, wenn man bei der Josefinenhütte ist. Allerdings nicht über die Straße, sondern über den Steig, über den Josefsteig. Da wollen wir aber nicht hin, denn das wäre geschummelt. Der 404, der Wienerwald-Weitwanderweg, verläuft nämlich tatsächlich über den Leopoldsberg. Das heißt für uns da geradeaus. So, wir haben jetzt die Abzweigung vom Leopoldsberg erreicht und da sieht man jetzt einen Wegweiser, nämlich Klosterneuburg-Kollersteig.
Und da oben, da führt uns auch unser Weg heute. Betreten der Baustelle verboten. Das ist aber arg abschreckend. He? Also zum Glück müssen wir die Baustelle gar nicht betreten, weil da nämlich ein Wegerlobe geht. Und interessanterweise, wir sind da also kaum auf der Seite des Berges und schon können wir Verkehrsgetümmel aus dem Donautal hören. Das hätte ich in der Form auch nicht gedacht. Klosterneuburg, Kollersteig, 45 Meter hoch. Ich bin stehen geblieben, damit ich das aufnehmen kann, dass da schon 5 Minuten vergangen sind. Das ist ja sensationell, oder? Wie schnell 5 Minuten vergehen. Und wir folgen weiter den Kollersteig, der da bei Nässe ziemlich unangenehm sein kann. Also, schauen wir mal. Zum Glück ist es nicht überall gleich feucht. Aber da vorhin hat man schon gemerkt, es ist ganz schön rutschig. Hier wird man sicher zweifellos was sehen, wenn man was sehen wird. Also der Nebel hat sich immer noch nicht gelichtet. Und damit ist dieser an und für sich sehr schöne Steig. Zwar immer noch ein Genuss, nur halt kein Aussichtsgenuss. Wenn man den Blick hier nach oben richtet, das ist ganz auffällig. Die Buchen haben noch keinen Stress. Ne? Also da ist noch alles hübsch grün. Das ist schon ganz spannend. Also die lassen sich noch nicht aus der Ruhe bringen. Ja, da eine Seite vom Baum schon ziemlich aus. Die andere Seite, die darf noch kämpfen. Jedes Mal, wenn der Wind in die Zweige fährt, dann hat man jetzt ein bisschen einen Regen. Es ist kein Niederschlag aus den Wolken, sondern wirklich, weil halt durch den Nebel die Blätter so dermaßen feucht sind und somit Feuchtigkeit gesättigt, dass da einfach runter tropft. Und zum Beweis, dass da Wind war, man sieht da überall jetzt die Blätter fallen durch diesen kurzen Windstoß. Auch wieder so eine Zweiteilung zwischen links Baum im Betrieb, ja, und rechts Baum außer Betrieb. Am Ende des Steigs hat man die 30er-Zone. Also wenn das jetzt alter wäre, da dürften wir beide nicht mehr. Geschwindigkeit, naja, wir werden uns zurückhalten. Es wird auch funktionieren. Von da aus ist das für uns kein Hindernis. Leider aber geht es wieder mal auf Asphalt dahin. Also Leute, die da oben auf den Berg wohnen, sind nicht zu beneiden. Da ist es jetzt selbst am Asphalt so extrem glatt und rutschig, dass es mich fast aufgehört hat. Ich bin da zwar nicht allzu susi sorglos, aber doch halt mit der ziemlichen Sicherheit, dass man da nicht viel passieren kann, auf den Asphalt getreten und ganz spektakulär ungefähr mal einen Meter weggerutscht. Und zum Glück da halten und nicht irgendwo auf einen Arm gefallen. Und schaut, da oben hat man aber die Rückversicherung 404. Ein historisches Schild. Wir sind also auf dem richtigen Weg. Wenn man dem Schild glauben darf, dann haben wir da jetzt gerade die kürzesten 35 Minuten der Welt absolviert. Weil es sind nämlich nur mehr 10 Minuten statt 45 oben. Und also die haben wir definitiv nicht gebraucht im Abstieg. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass das also eine Rutschbahn war. Wir mehr gerutscht als gegangen sind. Weil wir da nicht direkt mehr im Nebel drinnen sind, in der geschlossenen Hochnebeldecke, haben wir noch mal ein bisschen einen Blick auf die Donau. Das ist zwar im Vordergrund nicht sehr spektakulär attraktiv, aber immerhin. Wir sehen die Donau und wir sehen auch 404, genau. Das ist alles ganz wunderbar. Das ist natürlich flott dahin. Zwischen ist auch immer mehr so steil. Das heißt, also die Rutschgefahr ist geringer. Wir befinden uns aber immer noch am Kollersteig. Jetzt brauchen wir uns keine Illusionen machen, wir sind hier in den Ausläufern von Klosterneuburg und das, so wie es hier ausschaut, ist ein Siedlungsgebiet geschlossenes und dann später auch ein bisschen ein urbaneres Gebiet. Das wird jetzt uns auf die nächsten paar Kilometer begleiten und damit natürlich auch der Asphalt. Man muss aber trotzdem sagen, dass allein jetzt schon vom Beginn weg diese Etappe des Wienerwald-Weitwanderwegs durchaus recht angenehm ist. Also man hat gleich am Anfang einmal ein bisschen ein Naturerlebnis und ein bisschen eine Pause von der Zivilisation. Und jetzt ist dann Klosterneuburg auch für längere Zeit die letzte größere Stadt, die man da erreicht. Aber es geht fast nur mehr ausschließlich durch Dörfer. Am besten falls einmal einen Marktflecken durch. Und damit, ja,
wissen wir eigentlich eh schon im Optimum, was man da irgendwie in dieser Landschaft zusammenbringt. Ja, 404, da ist sogar schon die rote Farbe zu Ende, aber man kann immerhin noch die Zahl erkennen. Es wäre interessant, wie viele Bewohner von Klosterneuburg an diesen Schildern vorbeirennen und gar nicht wissen, was das da für ein Weg ist und den auch noch nie begangen sind. Ich bin mir sicher, wenn man da fragt, was das 404er Schild ist, das weiß da praktisch kein Mensch. Wie man hier sieht, der Kollersteig, der hat sich ziemlich ausgewachsen. Also inzwischen sind wir schon mit Busverkehr und Ampel und so weiter unterwegs. Also viel urbaner wird es jetzt für einen Steig vermutlich dann immer mehr. Ich nehme mal an, dass der dann irgendwann einmal den Namen wechseln wird. Hinter mir sieht man Wegweiser Kahlenberg-Höhenstraße. Da kommt auch der Josefsteig herunter, wenn man also die Abkürzung von der Josefinenhütte genommen hätte. Ja. Tja, hätten wir mehr erhofft. Schön, hervorragend. Wer sagt's denn? So, wir erreichen eine Stelle mit Wegweisern, Klosterneuburg, Weidling, Bahnhof, wenn es da jetzt nicht mehr gefreut, 10 Minuten oder rot markiert Rathausplatz, Stift Klosterneuburg in 20 Minuten. Das ist schon eher unseres. Ja, österreichischer Weitwanderweg, Voralpenweg, Wienerwald, Salzkammer, gut Bregenzerwald. Ja, so weit wollen wir nicht. Aber Tatsache ist, wir teilen uns hier mit dem 04er die Trasse. Doch für einige Zeit. Wir befinden uns jetzt im Zentrum von Klosterneuburg. Und da hat man jetzt schon einen schönen Blick auf die Doppeltürme des Stifts, an dem wir aber nicht vorbeikommen. Oder vorbei schon, aber nicht näher vorbei als hier. Also ein bisschen näher sind wir dem Stift doch noch gekommen. Und wir sind da an der sogenannten Hundskehle. Warum auch immer. Da, dieser Durchlass, dieser historische, der hat uns gelockt. Das ist die Johannesbrücke. Und da drüben haben wir ein rot-weiß-rot, ein verlockendes. Und deswegen marschieren wir da jetzt weiter. Hinter dem Stift hier ist er auffallend motiviert markiert. Nämlich hier und auch hier. Und wir können über diese Stiege da hinunter. Wir haben uns jetzt am Stadtplatz vom Klosterneuburg auf einen kleinen Imbiss gestärkt. Und jetzt geht es da tatsächlich wieder für uns raus aus der Stadt. Ja. Vorerst noch und dann haben wir viel befahrene Straße, aber das ändert sich gerne, nämlich drei Seitenstraßen weiter. Und dann geht es wieder hinauf. Diese blau markierte Abzweigung nach Hadersfeld. Das ist jetzt wieder ein Zeichen für uns. Da drunter, diese beiden Markierungen, die den 404er machen, das ist eigentlich schon ziemlich verblasst. Wer sich diesem schönen Mattal da nähert, das wird den Blick noch weiter rechts riskieren, denn da vorne ist der Markierungsparade drauf in Richtung Hadersfeld. Das heißt, wir gehen da rechts. Gut, die Bienen und die Hummeln dürfen auch im Oktober noch weiden. Wieder mal ein weißes 404, weil die Farbe schon aus ist. Und da befinden wir uns jetzt immer noch, so wie schon seit unserer Abzweigung, auf der Käferkreuzgasse. Da kann man auch hinaufspazieren, wenn man will, und sich hinsetzen. Also da ein Hügelchen und es ist leider noch immer nebelig. Schaut zwar so aus, als ob es innerhalb relativ absehbarer Zeit aufreißen wird, aber leider Gottes, noch ist es nicht so weit. Sankt Sebastiani, aha, heiliger Sebastian, schaut auf uns. Na gut, der Abstieg vom Käferkreuz, der gestellt ist, wird ein bisschen trickreicher. Das ist da vermutlich nicht der offizielle Weg. Aber man kann herunter. Da hat er einigermaßen geländegängig, jetzt geht das noch. Ja, da hat uns die Markierung wieder. Recht auffallend ist, dass da die 404er Schilder wieder zahlreicher werden. Also überall in den Orten drinnen, da ist nicht sonderlich viel los. Hier findet man wieder an jeder Ecke eins. Am Ende der Käferkreuzgasse, da hat man die Möglichkeit,
bei einem öffentlichen Brunnen nochmal Wasser zu fassen, wenn man das braucht. Das ist nach dem Anstieg da vielleicht gar nicht so schlecht. Und da auf dieser Straße, da kehren wir nach links hinauf dem Straßenverlauf folgen. Wir verlassen jetzt endgültig Klosterneuburg und sind da auf einem relativ unangenehmen Straßenabschnitt. Da gibt es nämlich keinen Gehsteig und wir müssen der Straße jetzt doch für gut einen Kilometer folgen, wenn nicht noch mehr, ohne dass wir da recht auskennen. Und bei dem Nebel, der da innen herrscht, fühle ich mich da gleich gar nicht so sicher. Also, wenn uns jetzt irgendein Hobby-Rennfahrer mitnimmt und das die letzten Worte sind, dann fällt mir leider gerade kein gutes, denkwürdiges Zitat ein, deswegen man sich an meinen erinnern wird. An dieser Abzweigung, wo immer wieder ein paar Autos parken, da kann man jetzt die Straße verlassen. Gott sei Dank. Wenn man die Abzweigung versäumt, muss man auf der Straße weiter toddeln. Das ist natürlich auch Fahrt. Also, wir können da jetzt ein Steiglein benutzen. Naturerlebnisweg, aha. Ja, spannend. Kriegst du da das Naturerlebnis? Ja, da, schau. Ja, also, es ist wirklich ein Naturerlebnis. Da kann man nämlich vor lauter Natur kaum durch. Also, man lernt nie aus, wie das Naturerlebnis so ausschaut. Ich muss sagen, es wird noch wenige Meter besser. Also, schon ist das Naturerlebnis ungetrübt vor der bösen Vegetation. Und man ist weg von der Straße. Mehr Naturerlebnis geht fast nicht mehr. Hier haben wir jetzt Markierungen in allen Farben, also grün, gelb, blau, rot, den Pfeil nach Hadersfeld. Und man hätte natürlich da einfach über den Asphalt umsteigen können, aber also kein Problem, das wäre genauso gegangen. Über diesen kleinen Steg, damit man nicht in den Graben hinunter muss. Und jetzt ersparen wir uns ein weiteres Mal die Straße, die da ganz unweit von uns parallel verläuft. Da ist leider wieder aus mit Naturweg. Dieses Naturerlebnis waren wenige hundert Meter. Und jetzt haben wir das Asphalterlebnis in den Ausmaßen einer kleinen Landebahn für Flugzeuge. Naja, gar so brav ist vielleicht nicht. Der Hubschrauberlandeplatz gibt es da auch immerhin. Wir wandern jetzt immer noch parallel zur Straße, aber halt wieder auf Asphalt dahin in Richtung Hadersfeld. Aber wenn man da also aus dem Nebel herauskommt, hätte man hier rechts schon die Möglichkeit gehabt, ein bisschen dem Asphalt zu entrinnen, und da vorne hat man dann auch wirklich, bevor es auf die Straße hinausgeht, die Markierungen, die einen diesen Weg da schmackhaft machen. Dankenswerterweise hat man da genau parallel zur Straße verlaufend an so einen Fußweg. Die Straße kann man überdeutlich hören, aber man sieht sie nicht. Oder zumindest nur, wenn man wirklich ganz gezielt durch die Blätter lugt. Und da ist jetzt ziemlich gatschig, dass wir so spät im Jahr unterwegs sind. Außerdem ist es bärenreich, schau mal, da kannst du bedienen. Jede Menge Bären. Interessanterweise. Ja. Ja, es ist schon sehr spät für die Bären, aber es geht noch was, jetzt mitten im Oktober. Offensichtlich sind das dann nordseitige Spätbären. Da auch schon. So, da ist eine richtig schöne Waldpassage jetzt. Zwar immer noch genau entlang der Straße, aber ganz, ganz toll und still. Weil kaum Verkehr ist und angenehm zu begehen, außerdem, obwohl es so feucht ist. Wir hätten eigentlich gedacht, dass heute ein bisschen früher aufreist, aber dem ist nicht so. Und es macht gar nichts, solange es nicht regnet. So, weitere Wegweiser, Hadersfeld Nummer 30 Minuten. Sehr befriedigend auch wiederum. Wir sind zwar hier entlang der Straße, müssen ihr aber nicht folgen, sondern kann da bei dem Forstweg hinein. Da wäre sicher total schön was zum Sehen, wenn man denn was sehen würde. Auf der Forststraße dahin spazierend erreichen wir einen Punkt mit einer auffälligen Serpentine. Und diese auffällige Serpentine, die markiert den Punkt, ab dem wir auf einem Steig abzweigen. Dann werden wir jetzt schauen, was uns da sagt. Sagt uns vor allem da Hadersfeld 20 Minuten. Man könnte aber da direkt aufgehen. Aber offensichtlich ist das nicht mehr markiert, das wollen sie nicht mehr. Aha, na gut. Also da oben, da wäre es irgendwann einmal hinaufgegangen.
laut ÖK50. Ist aber nicht so. Das heißt, Kommando zurück. Ja, schön zu wissen. Die Forststraße da ist richtig einsam. Es wird durch einen schönen, buchendominierten Wald. Und da schaut es die ganze Zeit über so aus, als ob es von oben eh sehr bemüht heller werden mag. Allein, es wird nicht heller. Wir sind wieder auf der Straße. Und ja, da sind Wegweiser und da steht Waldweg. Hervorragend. Und da steht Tempelbergwarte. Großbergsteig, Hintersdorf, Wörlern. Da wollen wir hin. Also die Schlossgasse hinein und der blauen Markierung folgen. Schlossgasse. Ich würde einmal die Vermutung hegen, dass es da wo ein Schloss gibt. Es ist aber angesichts des Nebels noch nicht in Sicht. Ja, wir beginnen jetzt gerade die Schlossgasse und da hinter uns schaut so aus, als ob es ein Schloss sein könnte. Das ist so einigermaßen. Ne? Ein bescheidenes Schloss. Nicht sehr viel verziert, aber was soll's. Jetzt haben wir da Altenberg-Nebelberg-Warte, Greifenstein, über Glotzbergsteig, wollen wir nicht, Wördern-Bahnhof, ja, eine Stunde Hintersdorf, sehr gut. Wördern-Bahnhof ist unsere Richtung. Wir marschieren da wieder aus Hallersfeld hinaus. Haben uns also nur ganz wenig Asphalt antun müssen. Dann nach Hallersfeld, da spaziert man über ganz einsame Vorstraße dahin und nähert sich alsbald schon wieder einem kleinen Wäldchen. Das ist jetzt eine abwechslungsreiche Landschaft mit Wiese und Wald und wieder Wiese. Und da hat man jetzt leider halt, es kommt eh schon Wind auf, man hat schon irgendwie das Gefühl, ja, es möchte schon aufreißen, aber so richtig wegen tut es uns immer noch nicht. Das ist von der Stimmung und von den Farben her untrüglich Herbst. Und das ist ja auch sehr hübsch, aber man rechnet, dass man da durchaus immer wieder auf Anhöhen mit Aussicht wäre. Ist natürlich schon gemein. Ne? Das ist da wirklich ein ganz einsamer Rücken. Ich habe außer ein bisschen Flugverkehr gar nichts von der menschlichen Zivilisation. Aber eines kann man sich also nicht beklagen. Über die grundsätzliche Markierungswilligkeit von den Wegen. Also jetzt zwar nicht der 404er im Konkreten, weil es ist schon lang her, dass wir ein 404-Schild sehen. Ne? Aber markiert ist da mehr oder weniger alles. Auf diesem Wegweiser steht Bahnhof Wördern in 45 Minuten. Viele, die den Wienerwald-Weitwanderweg beginnen, gehen die erste Etappe bis zum Bahnhof St. André Wördern. Da wäre da jetzt in 45 Minuten Schluss. Wie haben wir unsere neuen Tagesetappen angelegt? Das ist vielleicht auch noch ein Thema. Ja, wir wollten haben, dass man keine Gewalttatscher dabei hat. Das heißt, das ist so 25 Kilometer pro Tag. Das ist ungefähr das Ziel gewesen. Damit gehen sie die 210 Kilometer des Wienerwald Weitwanderwegs in 9 Tagen aus, so wie es ursprünglich der Brauch war und was ursprünglich auch die goldene Wandernadel dafür gegeben hat, wenn man das an 9 aufeinanderfolgenden Tagen geschafft hat. Und diese 9 Tagesetappen sind halt dann wie folgt. Man macht die erste bis Unterkirchbach, die zweite bis Reckerwinkel, die dritte bis Stößing, die vierte bis Rote Au, das ist bei Wilhelmsburg, die fünfte bis Heinfeld, die sechste bis zum Unterberg, die siebte bis nach Altmarkt an der Dresding, die achte bis Baden und die neunte dann bis Blödling zum Einschwebhund. Preisfrage, wo geht es jetzt hin? Das ist schon mal gut, oder? Sehen wir da irgendwo eine Markierung? Spannend. Also in dem Fall sehe ich da einmal nichts. Und da drüben sehe ich aber auch nichts, oder? Schauen wir mal, wo ist die ÖK50? Also da sind wir. Aha. Kommt da auch wieder zusammen dann, wenn man dem Pfad folgt. Rechts, links, rechts. Also um vorhin zu vorgenommen, jede Abzweigung ist markiert, überall steht der Wegweiser, alles super. Nein, gar nichts ist super, sondern
Da hat man jetzt suchen müssen. Wenn man die Motivation verlassen hat, hier ist eine Umkehrmöglichkeit. Dann kann man alles wieder zurückgehen. Das wollen wir nicht. Wir wollen da hinein. Da ist es aus mit Forstweg und beginnt dafür mit Shared Trail. Na, schauen wir mal. Da muss bald noch weitere Abzweigung kommen. Mit einem informativen Wegweiser in alle Richtungen. Ja, das schau her. Völlig unerwartet. Schau, 404 Weitwanderweg. Unglaublich. Ein Schild. Ja, ja, mit dir im Vordergrund. Und ja, das ist aber eh günstig. Da sieht man wenigstens, dass du nah gegangen bist. Lourdesgrotte und Gugging und auf der anderen Seite St. André Wördern und alles das wollen wir nicht, sondern wir folgen dem offiziellen Wegverlauf, 404 Weitwanderweg. Da hinein, gerade alle Leute, die sich St. André Wördern als mögliches Ziel genommen haben, machen das zum Teil nicht, deswegen würde ich Kondition aussetzen, weil sie bei einer Schnellbahnstation einsteigen wollen. Das kann man natürlich bei unserem Etappenziel in Unterkirchbach nicht, sondern wir müssen den Bus nehmen. So, da haben wir jetzt eine Markierung, schau da. Aha, gut. Ist das auch wirklich wahr? Also, da sind wir sehr wohl richtig. Blick auf die Karte riskiert. Geht tatsächlich da nicht diesen Abstecher über den Forstweg weiter, sondern wirklich hier. Da gibt es ganz arge Kuhlen, worin sich die Wildsauen suhlen. Aber die lässt man rasch hinter sich. Und dann beginnt der Abstieg. Es ist wieder jede Menge gepilzt der Jahreszeit entsprechend. Ja, bei dem Baumhaufen da, der hat die Markierung nicht versäumen. Wir gehören schon da hinunter und nicht da hinüber. Da darf man sich nicht da stößen. Feuchtes Sau und finster ist. Ja. Also wir strafen den Wetterbericht, der uns für heute eventuell Sonne versprochen hat, lügen. Wir sind zwar jetzt nicht im Flachland, es ist aber trotzdem trüb geblieben. Wir haben Ende Oktober und nicht Ende August. Ja, die haben uns aber versprochen. Ja, du bist sehr fordernd, wenn da irgendwer was verspricht. Ja. Das ist eine Wurzel. Die zahlt sich gleich aus. Da gibt nichts Glatteres wie eine Wurzel. Wenn wir schon mit dem Mountainbike feststellen dürfen. Hat dann einer schmerzhaften Erfahrung geendet. Diese Markierung beweist, wir sind auf dem richtigen Weg hinunter ins Hagental. Das war jetzt irgendwie sehr seltsam. Da oben war an einer Weggabelung plötzlich aus mit Markierung, nämlich wirklich komplett aus. Wir sind dann da auf diesem Rücken gelandet und mehr oder weniger halt bei einem Hochschritt von einem Jäger. Dort kamen wir natürlich eigentlich nicht hin und sind dann da seitlich über das Gelände abgestiegen. Das ist jetzt kein großer Beinbruch, aber da hat die Markierung tatsächlich versagt. Also da war oben trotz Suchen nicht zu finden, dass man in Richtung einer Forststraße absteigen darf und in die andere nicht. Und leider auch auf der ÖK50 ist es nicht genau genug eingezeichnet, um zu erkennen, dass man da tatsächlich einer Forststraße hätte folgen müssen, die einen riesen Knick und eine ganz auffällige Kurve nach links macht. Die gibt es auf der ÖK50 einfach nicht. So, nach links. Und ich fürchte aber leider, 475 ist nicht. Ist nicht da nach links, da geht es nämlich nicht zur Wiesn von den Bauern, sondern ist leider da vorne. Na gut, also wieder mal auf der Straße. Also bitte, historische Wienerwald Weitwanderweg, Kontrollschiffe 404. Und da geht es in den Riesgraben und nach Hintersdorf, da wollen wir aber nicht hin, weil wir wollen nämlich durch die Hagenbach fahren. Und das bedeutet für uns nicht da hinein, sondern da entlang der Straße leider weiter. Man findet alles bald neben der Straße einen Begleitweg, der anscheinend noch recht neu ist, beziehungsweise noch im Ausbau. Und damit erspart man sich das recht gefährliche Latschen direkt neben der Straße. In unserer Gehrichtung ist links nicht recht viel Platz. Rechts ist ein relativ hohes, feuchtes Gras. Und auch ziemlich holprig, das macht gar nicht viel Spaß. Und da ist der Weg eigentlich nur das Bessere. Da geht's von der Straße wieder weg. Jede Menge Autos, die da parken. Und wir haben da vorne hochinformative Hinweistafeln. Die Möglichkeit, sie noch an einem Tisch zu entsprechend stärken. Ja, Hagenbachklamm, Hintersdorf, Kirchbach. Da ist zum ersten Mal Kirchbach angeschrieben. Wir widmen uns da mal den Tafeln. Also Naturpark Eichenhain. Ja, wo sind wir hier? Das erste
Und der Kirchbach, das heißt also, wir kommen von da, wenn überhaupt. Hagenbachklammer, aha, Standort. Das ist aber nicht eingenordet. Bei allem Respekt. Was soll denn das bitte sein? Eingesüdostet, oder wie? Na, spannend. Gut. Also wir sind hier. Und wir wollen nach Unterkirchbach. Und gehen durch die Hagenbachklamm. Und kommen an der Greifvogelzuchtstation vorbei. Und wir haben jede Menge Bankerl und einen Spielplatz und einen Gasthof in Unterkirchbach. Also es ist alles Paletti. So, das ist eine echte Karte, die deinen Namen auch verdient. Wir sind hier. Wir wandern da 404 den Weg hinein. Und das geht da hinunter, bis wir in Unterkirchbach sind. Das ist in Unterkirchbach, da ist auch schon wieder die Haltestelle vom Bus. Und demzufolge endet da unsere Etappe, wenn wir wollen. Also wir haben beschlossen, wir gehen ein bisschen weiter hinein in das Hagenbachtal und in die Hagenbachklamm. Aufpassen, nicht aufstetzen, das wäre schlecht. Schau, was da drüben für eine Baumriese für ein Doktor aufragt. Ja. Mit Efeu überwuchert und schon ziemlich mitgenommen. Ja. Eine Klamm, aber noch sehr mit Rückhaltebauwerken. Ja. Das war schade. Da unten schaut schon so eine Turnhalle aus. Und da hat man noch was betoniert. Wie gemein. So, ja, Klamm. Naja, mit Felsformationen und so ist da noch nicht recht viel. Aber es ist ein ziemlich enges Tal, das von einem schönen Bächlein durchflossen wird. Mit ganz eindrucksvollen Buchen. Und man hat ein paar Steiganlagen errichtet. Also da sind Stege, über die man drüber gehen kann, damit das Ganze für jedermann bis hin zum Kinderwagen zugänglich ist. Und ein schön stilles Tal ist es ja trotzdem, wenn man da vorne schaut, da gibt es ja dann sehr wohl Felsen. Also es ist ja doch eine Klamm. Drüben gibt es sehr wohl Felsen. Das tut dem Hagenbach und seiner Klamm unrecht. Und das ist da schon sehr hübsch. Ne? Auffallenderweise hast du wirklich, jetzt wo es keine Alternative gibt, um fehl zu gehen, aber jeden zweiten Baum angefabelt. Ja, dort, wo man die Markierungen brauchen würde, weil über den Wegverlauf vielleicht ein bisschen Unsicherheit herrscht, da ist nichts los. Und hier, wo es ganz klar ist, wo man eigentlich nur gehen kann, da, auch da vorne wieder, die Bäume sind alle bunt. So, na schau, haben wir doch sogar einen Felsabschnitt, he? Mit entsprechend felsigem Wegverlauf und ein bisschen rutschigen Steinen. Ist aber nicht ausgesetzt. Und von daher kein Problem. Jetzt sind wir dem Bach schon näher gekommen. Ein bisschen eine Klamm ist es ja schon, ne? Ein Klemmchen. Ja, man sieht die Klamm mausert sich. Das ist schon sehr hübsch. Da kommen die Felsformationen bis zum Bach herunter und da hat sich da drumherum gewunden. Und da sind schön stille Abschnitte. Man kann direkt zum Wasser hin. Mit Kindern sicher auch sehr nett. Oder im Hochsommer, wenn es recht heiß ist, ist da sicher auch angenehm kühl im Vergleich. Und überall die Stege sind in gutem Zustand. Das kann man nichts sagen dagegen. Überhaupt, wenn es gratis ist. Ja, gar nicht so viel los an diesem Samstag. Das kommt uns jetzt zugute. Da ist die Entspannung groß. Und unüblich für eine Klamm ist halt, man hat immer wieder einen sehr schönen Ausblick nach oben auf den Herbst und seine wunderbaren Farben. Aufgeklärt hat es zwar nicht, aber zumindest sind wir da nicht tief im Nebel drinnen. Da hat man jetzt eine Unterstandshütte und da, aha, Naturparke, ja, 13, Eichenhain, Föhrenberge. Na gut, also wenn es da regnet, dann hat man
zumindest ein bisschen einen Schutz, da haben wir sie untersetzen. Ja. So, nach erfolgreichem Müsli-Riegel-Doping machen wir uns jetzt weiter auf in den zweiten Teil der Hagenbachlern. Also das Erlebnis der besonderen Art ist, dass es Leute gibt, die kommen hierher, mitten in die Natur, und dann tanzen da telefonieren. Und sie gehen auch die ganze Zeit telefonierend. Also. Das ist schon spannend, warum man das macht. So, da hätten wir jetzt die Absage nach Hintersdorf, da wollen wir aber nicht hin. Wir könnten nach St. André zurück, da wollen wir natürlich auch rein, und wir wollen nach Unterkirch. Das ist da angeschrieben, genau, da unten. Richtig, entlang des Hagenbachs weiter. Ja, genau. Aber Hintersdorf liegt interessanterweise vor Unterkirchbach. Ja, spannend, gell? Wie das wohl zu seinem Namen gekommen ist. Es gibt aber zumindest noch ein Oberkirchbach, das über Unterkirchbach liegt. Also auf lokaler Ebene haben die Namen offensichtlich einen Sinn. 404, schau, historischer Wegweiser, St. André Kirchbach. Aha. Da rauf und nicht da grün hinüber. Grün ist der sogenannte Mysterienweg, weil da wissen wir nicht, wo der hingeht. Mhm. Abgesehen davon ist das Grün nämlich gar nicht grün, sondern blau. Es ist überhaupt sehr mysteriös. Wir spazieren weiter in Richtung Unterkirchbach. Auf einen weiteren Steg. Da hat der letzte Sturm was überlassen. Ja? Ich glaube, da ist ziemlich aus. Oder es ist ein Pfeil nach links abbiegen. Das könnte auch sein. Ne? Das Leben ist kein Ponyhof, aber da vorne ist einer. Schaut, also Kinder und zumindest ein Pony. Also Ponyhof. Die Hagenbachklamm ist ziemlich unspektakulär zu Ende gegangen. Hat sich so irgendwie das Klammerlebnis wieder verdünnisiert oder verflüchtigt. Ja, genau. Und der Pfad ist wieder zu einer Forststraße geworden und dann jetzt wieder zu einem Asphaltweg. Und da vor uns, vorne, da kommt jetzt Unterkirchbach. In dem Blick noch nicht, aber es wird ruchbar, beziehungsweise es kündigt sich schon ziemlich stark an. Und in Unterkirchbach ist unsere erste Etappe des Wienerwald-Weitwanderwegs auch schon wieder zu Ende. Und wir haben jetzt immerhin heute 14.08 Uhr. Wird dann spannend sein zu sehen, wann wir da einen Bus kriegen, weil der Bus, von dem ich weiß, ist nämlich um 16.45 Uhr. Da können wir uns jetzt beim Wirten in Hintereckig sitzen. Oder wir überlegen uns noch irgendeine lustige Alternative. So, lass uns das anrücken. Also, wir haben gegen 14.20 Uhr Unterkirchbach erreicht und die Haltestelle Casinostraße, die ist jetzt hinter uns. Und von da aus haben wir günstigerweise um 14.55 Uhr auch einen Bus und der bringt uns wieder nach Hause. Und damit können wir von dieser ersten Etappe vom Wienerwald-Weitwanderweg einmal sagen, ich bin flott dabei und weiter geht's vielleicht hoffentlich auf der zweiten Etappe, nämlich von Unterkirchbach Casinostraße in Richtung Reckerwinkel. Und falls ihr da doch nicht weiter zuschneidet, dann vielleicht sieht man sich mal auf einer anderen Tour. Du darfst nämlich immer so überhaupt nichts sagen dürfen. Nein, du so bequatscht. Jetzt darfst du aber was sagen, jetzt sag auch was gescheit. Tschüss, sage ich. Na gut, das ist aber wenig. Ja. Ich glaube, dass das die Zuschauer interessieren. Ich interessiere es wahrscheinlich keiner. Wer glaubst du? Vielleicht. Dann mach selber einen Kanal auf, schau mal, wer hat mehr Abonnenten hat. Mit der Brumme Aussicht, macht die Geschichte. Erklär ein bisschen mehr Spaß. Der Riederberg. Und 404. Kleiner Wandergefährte.